Πρόξενος και ο Μητροπολίτης Σεβασμιότατος Αυγουστίνος θα έρθουν στο βήμα για να ακούσουμε τους εθνικούς ύμνους. Wir bleiben in Europa
Es gibt keine Alternative. Europa ist die einzige Alternative, die wir haben. Heute haben wir auch die Freude, die Direktorin für die Europa-Affären des Generalsekretariats des Außenministeriums in Athen, Frau Papadatou, bei uns zu haben. Sie ist hier in Düsseldorf gekommen, um das Projekt Literatur Europa to Go zu fördern, ein Projekt, das mit Athen als Weltbundeshauptstadt zu tun hat und das mit der Unterstützung des Oberbürgermeisters Düsseldorfs und des Oberbürgermeisters Athens letzten Samstag eine Realität geworden ist. Und ich bin sicher, dass ein Modell für andere Städte wird. Ich bin auch sehr erfreut, weil ich so viele gute Freunde aus ganz NRW sehe. Und weil das vielfältige Mosaik, um ein griechisches Wort zu benutzen, der starken griechischen Gemeinde hier ist. Ich sehe Herr Osipidis, der Vorsitzende des Verbandes der Pontusgriechen, der zahlreichsten Griechenvereinigung in Deutschland, rund 120.000 und NRW rund 40.000. Repräsentanten der Verbanden und Vereine aus der Region von Epirus, eine Region, die immer das Griechenland-Festival auf das Rathausplatz unterstützt, aus der Regionen von Thessalien und Thrakien, sehr auch Repräsentanten aus den Vereinen von der griechischen Ärzte, Ingenieure, Akademiker, Schriftsteller und Repräsentanten aus den griechischen Gemeinden und deutsch-griechischen Gesellschaften NRWs, erfolgreiche Unternehmer, Rechtsanwälte, Journalisten, Professoren, die alle zu Beweis stellen, dass die Griechen in NRW ein Integrationsmodell, ein Vorbild sind. Und dafür sind wir sehr stolz und sehr enthusiastisch, um ein noch griechisches Wort zu benutzen. Für den heutigen Tag haben wir zwei international renommierte Künstler einladen können, die in Düsseldorf lebende Mezzosopranistin Elena Maragou und den Akkordeonspieler Konstantinos Ratis aus Thessaloniki. Mit diesen Worten möchte ich mich bei Tonhalle-Intendant Michael Becker herzlich bedanken und bei unseren Sponsoren IBAD GmbH, ein von der Familie D'Amigos privat geführtes Unternehmen, das vor 20 Jahren gegründet ist und zu den Spitzenherstellern weltweit in der Bereich von Hochfrequenzmotorspielen gehört. Gussbearbeitung Exactos GmbH, der Grieche zum Staffelplatz, ein ausgezeichnetes Restaurant, Innomelos, Kiriani und Plomari, drei Firmen, die für ihren tollen Wein und Spirituosen sehr bekannt sind. Und last but not least, Europolitis für die ganze Unterstützung. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.